Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis merkt auch heute die Kraft, die manchem schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft steht die Spieler sind auf jedem Gegner heiß, denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Mengen und alle wissen, hier ist er, der VfR. Yeah.
willkommen zur Pressekonferenz zum Bayernligaspiel VfR Garching, Spielverein in Landshut. Dritter Spieltag der Rückrunde, Endstand 3:3. Daniel, im Hinspiel 1:3 gewonnen, nach einem schweren Start, wie heute auch. Und dann, also wir Landshut tun uns schwer und jetzt verdient 3 Punkte oder was sagst du? Verdient 1 Punkt. nein, also Dankeschön auch bei dem kalten Wetter für die Zuschauer, die ausgehalten haben. Ja, leider haben wir das heute ein bisschen hergeschenkt, 2 Punkte. Ich habe uns klar besser gesehen. Der Gegner macht sicherlich einen guten Alarm bei Standardsituationen, aber der Sonntagsschuss in der zweiten Halbzeit. Das passiert natürlich nicht alle Tage. Und der letzte, der dritte, auch nochmal ein abgefälschter Glücksball. Davor haben wir wahnsinnig gute Chancen, um frühzeitig hier das Dach drauf zu machen, genauso wie in der ersten Halbzeit schon. Ja, ist ein bisschen schade. Ja, für Landshut, das ist ein Punkt gegen Abstieg auf jeden Fall, oder? Und wie schwankend wir gesprochen haben oder versucht, wir tun es auch schwer gegen euch. Wahrscheinlich liegt es da an der Einstellung oder warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es an der Einstellung liegt. Der Daniel hat sicher recht, dass sie halt 2 Punkte verloren haben. Ich bin stolz auf die Truppe, weil sie wirklich gekämpft hat und in der Situation, wo wir uns im Moment befinden mussten, haben wir über den Kampf gekommen und spielerisch läuft es im Moment einfach nicht so, dass einer die Standardsituationen unser Ding, auf das wir einfach unseren Wert legen müssen im Moment, aber die haben total gekämpft. Sicherlich haben wir uns das Glück erarbeitet. Waren dort einige Situationen von Garching, wo sicherlich der Lucky Punch kommen. Ja, so ist es. Und im Fußball haben wir in der vergangenen Spiel die Situationen gehabt, wo es geht nicht, was mal wollte für uns. Und ich bin zufrieden und hoffe, dass es so weitergeht. Danke für euch zwei. Schönen Sonntag.